Herzlich willkommen! Was sagt euch das, wenn wir euch wieder im Auto zu Beginn des Videos begrüßen? Im Stau, wohlgemerkt. Es geht in den Urlaub. Diesmal ist es auch kein Kurzurlaub. Das ist unser erster Jahresurlaub. Wir haben 2 Wochen frei und fahren heute am 24. Mai 2024 bis zum 9. Juni 2024, sind ganze 2 Wochen, in Urlaub. Unser Ziel ist Frankreich mit der Planung, dass wir uns die Bretagne anschauen. Wie weit wir heute kommen, wann wir da ankommen, was wir uns anschauen, wo wir hinfahren werden, wir wissen es nicht. Ich habe diesmal 0 Urlaubsvorbereitung getroffen, außer dass wir gesagt haben, wir starten in der Bretagne, in Dinard. Wir werden die großen Städte vielleicht auslassen, vielleicht auch nicht. Wir wissen überhaupt nichts, außer dass ich heute früher Feierabend machen konnte und wir jetzt seit einer Stunde unterwegs sind und noch 716 Kilometer fahren müssen. Wird wohl eine Zwischenübernachtung geben und den Rest rocken wir morgen. Folgt uns mit nach Frankreich. Wir sind in Dauerregen gestartet und haben jetzt seit der belgischen Grenze schon immer wieder sonnige Abschnitte und kein Tröpfchen auf der Scheibe. Bleibt dran, wir hoffen, euch eine interessante Reihe über Frankreich mit dieser Reise bieten zu können. Stellplatzvideos gibt es wieder separat, so wie wir es immer machen. Auch Campingplätze sind vielleicht dabei. Ja, und alles andere, bleibt dran, hier mit Teil 1. In den folgenden Teilen seht ihr dann, wie es weitergeht. So, und jetzt hoffen wir, dass sich da hinten der Stau wieder auflöst, weil da müssen wir nämlich abbiegen in den nächsten Stau, wie das Ding hier gerade erzählt. Okay, gute Laune ist trotzdem an Bord. Von daher, bis gleich. Wir sind nicht mehr weit entfernt von der französischen Grenze und ich bin so richtig gespannt, Alfred auch, was unsere kleine Maut 1 Box gleich an den Mautstationen verrichten wird. Funktioniert das? Einfach durchfahren, piep, und du kannst was bezahlen und kannst weiterfahren. Ja, da sind wir schon in Frankreich. Das Stück ist noch mautfrei. Ich schalte wieder ein, wenn es was anderes zu sehen gibt. Jetzt fängt es nämlich auch noch an zu regnen. Aber dann muss unsere Mautbox halt noch ein bisschen warten, bis sie zum Einsatz kommt. Unsere erste Mautstation. Wir müssen dahin, wo der dicke Tee leuchtet. So, kleiner Zwischenreport. Wir sind jetzt, jetzt muss ich rechnen, 460 Kilometer gefahren. Wir wollen noch circa 60 Kilometer fahren bis Honfleur. Dort ist ein Camper-Car-Park. Wir wollten reservieren,
Und schlau wie wir sind, haben wir gar nicht das Buchungspaket dazu genommen zu unserer Campercard. Würde jetzt noch mal, was würde es jetzt kosten, was sagtest du? Ich glaube noch mal um die 40 Euro oder? Haben wir jetzt nicht gemacht. Es sind noch 3 Stellplätze frei. Wir hoffen mal, wir haben 9 Uhr, also 21.30 Uhr, dass da keiner mehr anrockt. Über die App können wir ja noch sehen, ob frei ist. Ansonsten müssen wir in der Nähe uns einen anderen Platz suchen. Aber dann haben wir morgen nur noch ungefähr 250 Kilometer bis zu unserem eventuellen Ziel. Vielleicht ist es auch nur ein Ziel für die nächsten Tage, wir wissen es nicht. Aber wir versuchen es jetzt mal. Auf jeden Fall die französischen Autobahnen top. Es ist leer, es ist sauber, es ist frei. Wir haben einen wunderschönen Sonnenuntergang, kaum ein Auto vor uns und so viel Grün und solche schöne Landschaften. Es ist wirklich Wahnsinn. Ich drehe mal eben um. Als Sonnenuntergangsfreund muss ich euch das ja glatt mal wieder zeigen. Ne? Na, ist das nicht toll? Also an den Farben kann ich mich ja echt nicht satt sehen. Aber wer unsere Videos kennt, weiß, ich bin ein Sonnenuntergangsfetischist, also von daher, danach kommen direkt die Schafe. Mal gucken, ob wir hier auch noch Schafe finden. So, jetzt fahren wir die letzten Kilometer. Ich glaube, für heute machen wir die Kamera nicht mehr an und wir werden uns vielleicht morgen früh dann erst wieder melden. Macht's gut, bis morgen. Aber ich will da gar nicht mit dem Fahrrad hoch. Fußgänger. Ja. Guck dir das mal an. Hey, wir sind auf der Autobahn. Und guckt euch das an. Oh. Ich bin im Paradies. Ich habe Wasser gesehen. Weiter geht unsere Fahrt. Wir haben gut geschlafen in La Rivière Saint-Servier auf dem Camper-Car-Park bei Honfleur, 3 Kilometer von Honfleur weg. Und jetzt geht es weiter Richtung Dinard in die Bretagne. Haben uns das dann nicht weiter angeguckt, weil Normandie soll mal ein separater Trip werden. Und von daher sind wir da schon mal voller Vorfreude, was uns dann in der Normandie alles erwartet. Jetzt geht es erstmal weiter Richtung Südwesten. Update. Wir haben in Dinard auf dem Campingplatz angerufen. Heute Morgen konntest du online noch für 2 Tage buchen. Ich war aber zu faul im Bett, das zu machen. Wollte das beim Frühstück machen. Beim Frühstück habe ich es aber vergessen. Und was war? Ich habe dann gesagt, komm, ruf mal an, wenn wir losfahren. Habe ich gemacht. Alles belegt. Es ist ab morgen, wäre wieder frei. Aber wir hatten jetzt Planänderungen. Wir fahren in Richtung Saint-Malo. Und guck mal, ob da auf dem Stellplatz was frei ist. Ich weiß auch nicht, wie das Wetter wird. Hier kommen schon ein bisschen dickere Wolken. Also von daher gucke ich, wenn wir angekommen sind, wie der Plan das Wetter wird. Und dann kann ich immer noch buchen. Wie ihr seht, sind wir angekommen. Wir sind am Plage du Havre in Saint-Malo-Retuneuf. Wie gesagt, mein Französisch ist noch von den Lateinern stammend. Und hinter dieser Mauer, hinter diesen Bäumen, befindet sich der Stellplatz Ilot oder Ilots
zu dem wir euch wieder ein separates Stellplatzvideo machen. Ich habe die Gunst der Stunde genutzt. Wir können uns erst in 2 Stunden anmelden, auf Exkursionsgang zu gehen. Will gleich auch noch mal mit Alfred los. Aber der hat jetzt erstmal die Beine hochgelegt, da er nach so einer Fahrt und so einer Anstrengung erstmal eine Pause braucht. Wenn ihr euch wundert, warum ich so still bin, ich bin sowas von begeistert. Das erinnert mich so an Nore Forupa. Letztes Jahr in Dänemark, ist auch genau ein Jahr her. Nur da war das Ganze ja durch den Sturm noch viel rauer. Aber da vorne kratzt einer den Seetang zusammen. Wir müssen zu Hause Rasen mähen. Hier geht man Seetang kratzen. Und das riecht überhaupt nicht nach Meer. Also dieser Algen-Fischgeruch ist hier überhaupt nicht. Das Geheimnis des Seetangs ist gelüftet. Der kratzt gar nicht den Seetang zusammen. Der kratzt nach Muscheln. Und überall sind hier diese schneckenartigen Muscheln. Die sind hier überall, oder Wasserschnecken, ich habe keine Ahnung. Davon gibt es hier jede Menge. Und mein Plan, da drüben hinzukommen, geht nicht auf. Hier sind alles diese Schnecken da, die leben auch noch. Schneckchen. Ja. So Kopfhöhe. Ist das nicht herrlich? Hinten ist ein Leuchtturm. Ich weiß nicht, 3 Maste. Ich kann es nicht genau erkennen, fährt da. Ich mache euch mal Bilder mit dem Handy und hoffe, dass der Zoom funktioniert, weil der pixelt so. Ich habe zuerst gedacht, die wollen damit an einem Boot rumziehen, aber ich glaube, der gräbt da jetzt auch noch irgendwelchen Delikatessen. Also hinten der Mann eben mit dem Metalldetektor, jetzt das. Saint-Malo war ja früher ein Piratennest. Mich wundert jetzt gerade nichts mehr, ne? Gehen wir mal weiter, bevor ich hier als Smutje in der Kajüte noch von so einem Piratenboot lande. Smutje? Achso, einer, der Kartoffeln schälen musste auf jeden Fall. Einmal muss ich noch die Schiffe zeigen. Ich meine, wer Dänemark gesehen hat, weiß, dass jetzt noch viele Schiffe kommen könnten. Die Skulpturen sind dann doch nicht auf der anderen Seite der Bucht,
bin da hinten noch ein bisschen quer gelaufen und die sind hier unten. Ich weiß zwar noch nicht auf welcher Seite, aber da, wo alle laufen, vermute ich mal, dass sie sind. Da geht auch ein richtig normaler Weg hin, nämlich da vorne ist ein Restaurant und dann kannst du da ganz entspannt runtergehen. Aber ich habe den falschen Weg genommen. Ich gehe aber hier zurück, weil jetzt die Rezeption aufmacht und kehre entweder heute Abend oder morgen noch mal hier hin. Wer will da was? Wer ruft mich? Guckt euch das mal an. Ist das beeindruckend? Wow. Also da ziehe ich mir definitiv auch meine Wanderschuhe an. Hier muss ich noch mal hin. Wahnsinn. Vorne haben wir Taucher, hinten paddeln immer noch die Kajakfahrer. Der Zweimaster jückelt da auch noch rum. Guckt euch das mal an. Wahnsinn. Meine Frau will nicht, dass ich rede. Doch, aber ich wollte ja mal zeigen, dass wir es gut angetroffen haben. Ich habe euch ja schon das Drumherum gezeigt, aber hier auf dem Hersch Camping, wie heißt der? Le Elan oder so. Ich kann es nicht, ich werde es auch nicht lernen. Ich zeige euch besser den Kassenbon. Stellplatzvideo an bei. Haben wir es richtig gut angetroffen mit altem Baumbestand. Ausreichend großen Parzellen. Es ist hier sehr ruhig. Wir haben dahinter praktisch Feld. Rechts und links ein bisschen Wohngebiet und Ferienhäuser, oder Wochenendhäuser, die nicht bewohnt sind. Und hier die 120 Plätze, merkst du gar nicht. Onkel Alfred hat sich jetzt ein bisschen regeneriert. Ich habe den Platz gerade bezahlt nach meiner Runde. Der macht da komische Anzeichen, habt ihr das gesehen? Und jetzt zeige ich... Ich bin nicht regeneriert, ich habe schon ein Video geschnitten. Und jetzt zeige ich ihm, was ich entdeckt habe, zumindest im Groben. Weil er kann ja da hinten nicht laufen, wo ich rumgaloppiert bin. Und dann gucken wir mal, dass wir noch ein bisschen Fahrrad fahren. Was sitzt denn da auf dem Rad rum? Was? Ein Känguru mit einem dicken Beutel. Nicht was, sondern warum? Was? Warum du da auf dem Rad rumsitzt? Damit du mich filmen kannst und blöde Sprüche loswerden kannst. Ja, das habe ich jetzt schon. So. Auf geht's. Ups. Ich quatsch mir da vorne im Mund fusselig und ich war mich ja nicht am Filmen. Nachdem heute wir gelobt worden sind, wie super wir filmen, muss ich ja zeigen, wer bei uns jetzt wirklich filmt. Ich bin multitaskingfähig. Sie darf mal die Kamera halten. Ja, ich darf mich auch nicht bewegen, damit jeder denkt, das machst du. Weil ich filme immer so hektisch. Ja, bleib drin. Das bleibt auch drin. So. Hier, Staffelübergabe. Yeah, ich habe gefilmt. Ich habe auch schon öfters gefilmt. Ich bin dafür, von der Wiese machen wir einen Stellplatz. Nur für uns. Von der Wiese. Mit dem Blick. Hm? Ja, die Idee ist nicht schlecht. Ich glaube nur, du kriegst die Leute nicht überzeugt. Hm. Das ist nice. Das ist witzig. Ich finde das geil. Ja. Riecht hier schon wieder so lecker. Oh,
Guck mal, ein Plumpsklo. Hier kommst du mit dem Fahrrad nicht weiter. Ah, da kommt eine Karte. Ja, Frau hat Hunger. Fällt mir überhaupt nicht schwer, so still zu sein. Ist das Hammer. Gerade kam mir eine fast 100-jährige Frau hier runter mit der Hilfe von zwei Herren. Aber jetzt weiß ich auch, warum sie sich die Mühen aufgenommen hat, um hier hochzugehen. Hammer. Wir werden jetzt zurückfahren zum Stellplatz und viel wird heute auch, glaube ich, nicht mehr laufen. Es sieht so aus, als wenn es noch einen guten Sonnenuntergang geben könnte, aber das weiß ich noch nicht. Ich sehe hier gerade, Akku ist leer. Ich weiß nicht, wie die Mikros aussehen. Ich muss es auf jeden Fall eine Runde laden. Und ach, wenn ihr mir ein Abo da lasst oder gerade an der Stelle mir einen Kommentar unter das Video schreibt oder das Like klickt, da könnte ich mich glatt aufraffen, heute Abend nochmal das Stück von eben zu laufen, um an den Aussichtspunkt zu kommen, wo ich den Sonnenuntergang für euch anfangen kann. Okay, noch die letzte Runde und danach schalte ich erstmal ab. Guten Morgen oder Mahlzeit. Wir haben schon 12 Uhr. Naja, eigentlich bin ich seit 6 Uhr wach. Schöner Sonnenaufgang, gemütlich gefrühstückt. Dann waren ein paar Wolken da, jetzt kommen auch wieder welche. Dann haben wir noch ein paar Sachen erledigt. Die nächste Übernachtung gebucht, weil der Campingplatz in Dinar immer belegt ist. Wenn einer fährt, musst du schnell sein, kannst du wieder buchen. Geht auch zur Info nur online. Und dann haben wir jetzt den Plan, mit dem Fahrrad nach Summerlo zu fahren. Wir sind bestens gewappnet. Die Nacht war hier ultra ruhig. Es war richtig schön. Du hörtest wieder die Vögel und sonst nichts. Es hat sich hier, wir sind auf dem Sonntag heute schon drastisch geleert. Darfst aber bis 15 Uhr hier stehen bleiben, aber viele sind schon weitergefahren und so wie ich auch in Facebook und Insta lese, sind jede Menge, mit denen ich kommuniziere, momentan in der Bretagne unterwegs. An der Stelle, hallo Klaus, mach's gut, vielleicht sehen wir uns ja, weil wir haben ja noch das gleiche Ziel. Naja, wir fahren jetzt mit euch erstmal nach Saint-Malo, das ist unser Ziel für heute. Kommt mit! Thank you.
sind jetzt schon hinter Rüteneuf. Und überall sind hier die Strandzugänge. Mein persönlicher Fahrradhalter. Ja, nein, ich bin dein TomTom. Die Knipselise ist gar nicht mit. Ja, die haben es ausgelassen. Ja, schöne Altstadt, sieht schon schön aus. Da müssen wir hin. Ja, hier mal schauen. Ja.